Der nächste Schritt muss natürlich sein, dass wir die nächsten Jahre aus den Mannschaften Spitzenkräfte rausholen, die dann irgendwann in der Lage sind, in der ersten Mannschaft des FC Bayern mitzuhalten. Ich glaube, man kann hier relativ viel Geld reinstecken, um nur Bruchteile der Ablösesummen auszugeben, die man jetzt auf dem Markt teilweise ausgeben muss. Und ich denke, wenn man mal 30, 40 Millionen für junge Spieler ausgibt und 6, 8 holt, dann müssten ein, zwei dabei sein, die man nachher bei uns in der ersten Mannschaft wiederfindet.